Ein neuer Tag im Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden. Heute will ich mal nicht über Schau- oder Repräsentationsräume reden, sondern was wir perspektivisch mit diesem Museum vorhaben. Denn wir möchten zumindest einen Flügel des Schlosses so möblieren, wie er Ende des 16. Jahrhunderts zur landgräflichen Zeit möbliert gewesen ist. Dumm gelaufen ist nur, wir haben keine Originale. Diese anzukaufen wäre so kostenintensiv, dass wir uns das nicht leisten können. Deswegen versuchen wir, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Wir wollen nämlich mit Repliken arbeiten, denn wir sind in der glücklichen Lage, wir haben Inventare, Raumbeschreibungen. Wir wissen, welches Möbelstück stammt in welchen Raum. Und diese Möbelstücke wollen wir nachbauen. Und wenn man mit Repliken arbeitet, dann hat man den großen Vorteil, man kann Vitrinen, man kann Informationen in ihnen verstecken. Und damit ihr einfach mal seht, wohin die Reise geht, hier seht ihr hinter mir das Original eines Stollenschranks, eines sogenannten Stollenschranks. Ein Schrank aus dem Jahre 1592. Und was man jetzt hier sieht, das ist eine Replik. Täuschend echt. Aber wie gesagt, man kann wunderbar Informationen in Vitrinen dahinter verstecken. Man kann alles anfassen, man kann es rausziehen, man soll es in die Hand nehmen. Denn das Haptische ist hier das Wesentliche. Und wir arbeiten hier zum Thema Jagd. Immer ein höfisches Thema, was mit dem höfischen Leben zusammenhängt, arbeiten wir mit diesen Möbelgruppen ab. Eine Sitzbank, die man aufklappen kann, dahinter ist eine Vitrine. Oder ein sogenannter Kastentisch, wo sich ebenfalls eine Vitrine versteckt und Informationen, die man in Buchform in die Hand nehmen. Und so möchten wir perspektivisch den ganzen Flügel möblieren. Da wird dann ein Baldachinbett stehen. Da schlagen Sie die Bettdecke zurück und dann erfahren Sie eben was über das Liebesleben der hessischen Landgrafen. Oder Sie nehmen ein Trinkgeschirr in die Hand und sehen auf dem Boden, was getrunken wird. Ich denke, ein Museum einer anderen Art. Bitte nicht berühren, mag bei den anderen gelten. Bei uns wird es künftig heißen, bitte anfassen. Und heute möchte ich noch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Post und die Paketzusteller richten. Vielen, vielen Dank, dass ihr euren Job so erledigt, wie ihr ihn erledigt und dass es so weitergehen kann. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bis morgen im Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden.